So, warte. Was war das denn? Das nehme ich rein. Das gehört jetzt einfach rein. Nein! Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, Flixbus, Fernbus, keine Ahnung was. Ich und Red spielen das zusammen gegeneinander, gegen die Regeln sozusagen. Also mit den Regeln eigentlich. Ja, ich bin immer noch etwas angeschlagen, aber ist egal. Das schaffe ich. Ja, das Ziel ist eigentlich, dass man möglichst wenig Regeln durchbricht. Der Preis erfährt ihr am Schluss. Und deswegen bleibt auf Okay. jeden Fall dran. Das war eine gute Anmache, oder? Also. Anmachen. Okay. Und ich. Oh, scheiße, jetzt habe ich einen Blick gesehen. Ja, aber jetzt habe ich auch kein. Ich habe kein. Da muss ich ja jetzt noch das Schalten einstellen. Schalten musst du nicht. Ich schon. Dann stell auf Automatik und tu einen Gang einlegen, einfach D1. Ja, wir hatten Das halt erklärt es einfach nicht eigentlich das ganz gut. gleiche Gebiet, was wir fahren konnten. Und deswegen haben wir uns einfach Weil wir unterschiedliche ungefähr die Städte ausgewählt gleiche. haben. Ja, genau, und deswegen haben wir ungefähr die gleiche Kilometeranzahl genommen. Okay. Ich Kannst du hab's losgehen? gleich, ich muss noch kurz den Blinker hier neu setzen. Das mache ich jetzt einfach. Da ist Okay, wirklich da geil, muss ich aber um jetzt das Licht einfach darauf zu schalten, Leute, verlassen. aber das ist, glaube ich, hier kein Ding. Okay, Ich weiß nicht, dann würde ich wieso. sagen, Leute, geht's los. Ich Genau, mich auf. auf los geht's los. Achso, stimmt, wir muten uns noch auf Discord, warte, ich mute mich auch noch ganz kurz. Oh mein Gott, Alter, uff, fast schon in das Dings hier gefahren. Ich weiß nicht, ich habe jetzt D1 drin. Ich muss es natürlich auch gucken, ne? Ich versuche So heute scheiße, besser mein King, zu. ist vorgeschrieben, dass wir müssen in Ego-Perspektive fahren. Das ist vorgeschrieben. Fresse, Redhead. Also, Ego. Ja, klar. Hä? Wo? Wie sonst? Mann, hier ist wieder Stau. Wo sind wir eigentlich? Frankfurt, ne? So. So, check die Passagiere ein. Die konnten man. Mute dich! Nein! Oh, fuck, sorry. Oh. Mann! Weil ich ihm sagen musste, dass ich dich muten soll, bin ich dieses scheiße Auto gefahren. Ich dränge mich jetzt hier einfach durch. Leute, manchmal muss man einfach. Weil sonst kommen wir nicht weiter. Und wir müssen auch irgendwie mal ans Ziel kommen. Oh, hallo Polizei, Viking, heute. welche Taste war nochmal aufstehen? Ich habe gerade alles vergessen. Junge. Alter, aber das ist ja auch so scheiße, in so einer Stadt jetzt zu sein. Einstellungen. Hab mich jetzt Ach, wieder warte mal. gemutet, Alter. Der Typ soll mal die Fresse halten. Nein, Spaß. Ich muss mit den. Oh Okay, mein es ist Gott, ich muss mit den automatisch Pedalen so. vom Lenkrad Gas drücken, damit ich. Junge, ich hupe jetzt auch. Dir, Junge. So. Bitte, es ist noch grün. Danke, Ehrenampel, Ehrenampel. Ich Es glaube, für ist grün. geradeaus muss man nicht blinken. Also habe ich zumindest gelernt. Ich habe noch gar nicht Autofahren gelernt. Aber ey, im Sommer, ne? Kannst du mir mal sagen, ob du Es alle geht auch. einchecken konntest oder ob du jemanden da lassen musstest? Bruder, ich bin noch nicht mal dort und dazu. Echt jetzt? Ja, ich bin voll in meinem Element. Ich bin voll am Labern hier. Und dann kommst So. du einfach und. Oh, sorry. Ja. Oh! Oh. Alter! Ey! Der rammt mich einfach weg! Was ist das denn? Oh, ich habe mich nicht gemutet. Aber, ey, come on, das kann doch nicht zählen. Habt ihr das gesehen? Da kann ich ja nichts für. Der fährt einfach volle Kanne in mich rein. Der kennt nichts. Der kennt nichts. Jetzt hier Blinker setzen. Ich fahre auch schon wieder ein bisschen zu schnell, ne? So. Ey, ich mache das sehr gut gerade. Was war das? Alter, man muss es so weit. Ey, das Spiel ist so ein Kack, ich werde so hart verlieren. Ja, wieder mal im Stau, Leute. Junge, was, Leute. Es ist mega Stau. Alter, was ist denn hier das Problem jetzt? Mach auf hier. Oh, Leute, ey, Alter. Mann. Ey, ich komme nicht voran. Es ist stuck bei mir. Ich stehe an der Ampel. Warum? Ja, bei mir vorne, die Leute, die. Also der vorderste von meiner Kolonne will abbiegen in eine durch eine Kolonne, die stillsteht wegen unserer Kolonne. So, was? Ja, da musst du halt drum rumfahren. Ja, wie soll ich über einen Was für ein Bordstein leichter oder was? Unfall! Na, Keine Ahnung. ja, ich werde mal kreativ. Ja, also dann fühle ich mich jetzt gezwungen, einen Rückwärtsgang Das ist einzulegen. so schlimm, wenn man mit diesem Winkel fahren muss, wo das man. Alter. Ich Man kann fühlt sich wie, leider. als wäre man ein LKW. Schlimmer, Red. Schlimmer. Ich fahre jetzt hier aber kurz über Bordstein. Ich bin gespannt, wie viele leichte Unfälle wir da insgesamt haben. Ich definitiv auch. Mann, können wir bitte einfach normal aufnehmen, Red? Ich will jetzt hier ankommen. So, ich bin wieder auf der Straße und hub den mal so ein bisschen an. Ich will eigentlich einfach hier durch, aber ich weiß nicht. Er fährt weg. Das gibt's hier nicht. Das ist wunderschön. Endlich kann ich wieder fahren. Ey, das habe ich schon mal gut gemeistert. Vor allem, das stimmt. Red hat gerade gesagt. Es wird ja gewertet, also er hat es nicht so gesagt, aber er hat halt gesagt, von wegen, ja,
er hat schon einen leichten Unfall. Hatten wir noch nicht. Auch als ich das Auto eben, also am Anfang ein bisschen duschiert habe, das kam halt nicht vor. Das ist sehr gut. Und ich fahre jetzt mal und hoffe, dass uns hier keine gröberen Malheure mehr passieren. Kannst mir ja mal sagen, wenn du auf der Autobahn bist. Bruder, ich bin noch nicht mal zum Ort gekommen, wo ich die scheiß Leute abholen muss, ey. Es ist so viel Verkehr in Frankfurt, das ist nicht mehr normal. Oh scheiße, da habe ich den Schaden ein bisschen verkackt. Bitte bleib einfach grün. Muss sagen ich warten? Sagen so, ich habe jetzt eine Dresden. Nee, verlassen wir jetzt auf dem Weg zur Autobahn. Hä? Die müssen doch warten. Die müssen doch warten, wenn ich geradeaus will und die abbiegen wollen. Hä? Geradeaus vor links, Mann. Die sind wirklich links abgebogen. Sogar wenn ich rechts abgebogen wäre, hätte ich Vortritt. Also, KI ist ja komplett bescheuert. Bitte, bleib grün. Oh, danke. Das ist so wichtig, diese grüne Welle gerade. Ey, es sieht gerade gut aus. Oh, doch. So, rüberblinken. Ey, ist das ein Stress? Es muss voran. Hallo, guten Tag. Oh, Rotstein ein bisschen getroffen. Aber noch ist niemand da, der meckern kann. Hallo, Leute. Mach euch hier auch alles auf. Hört ihr? Hör auf, habe ich gesagt. Hier hinten haben wir auch noch eine geile Tür tatsächlich. So, wer will denn hier mitkommen? Okay, ich bin vielleicht ein bisschen nah rangefahren. Ich bin der Letzte. Und auch das Letzte. Aber ich glaube, sonst haben wir alle jetzt. Okay, ja, tut mir leid, sie sind halt einfach falsch irgendwie. Keine Ahnung, was sie mit Düsseldorf meinen. Da müssen sie schon bei Red. Ich überhole gerade original deinen Bus, mein King. Diesen orangenen Bus, den du ausgewählt hast. Als ob was? Ja. Ich habe jetzt alle Leute eingecheckt und die Polizei hält neben mir. Das ist ein schlechtes Zeichen. Wir müssen hier mal nach diesem roten Auto müssen wir drücken. Wenn wir sitzen oben. Ich komme hier halt nicht raus sonst. Ich bin übrigens aber heute Tag Busfahrer. Mein Name ist Mainkin und ich hoffe, ich bringe euch heil ans Ziel. Wahrscheinlich mehr schlecht als recht. Aber heute gebe ich mir extra Mühe. Noch? Na, oh, ich dachte schon. Scheiße, jetzt muss ich. Ich wollte natürlich volle Punktzahl bei den Gästen auch ausholen. Hier ist Free WLAN, Schweizer Internet. Qualitativ hochwertig. Wo muss ich hin? Okay, ich blink schon mal. Nein! Ey, voila, ich bin zwei Kurven gefahren. Du weißt noch gar nicht, wie ich fahre. Alter, er drängt mich! Nein! Bitte nicht! Aua! Alter, was? Och, Mann. Aber ey, wir sind, komm, wir sind Pole Position. Alter, was ist das langsam, ey? Hat er gar nichts gebracht, naja. Ey, 21 Grad, 22 ist gemütlich warm. Will hier aufpassen, da sind wieder Leute. Hallo. Ah, Hilfe! Was war das denn, Alter? What the? Oh. Hey, wie gut ich mich da einfach platziert habe jetzt. Ja gut, das mit dem schweren Unfall, das war jetzt ein bisschen unnötig und auch ein bisschen... Keine Ahnung, was passiert ist, um ehrlich zu sein, aber naja, das ist halt jetzt scheiße, ne? Oh mein Gott, Alter, war das knapp, ey. Scheiße, Mann. Ey, so einen Millimeter davor sind wir noch angehalten, aber ey, ich sag mir reich. Na, jetzt geht's auf die Autobahn. Aus? Ey, ich fahr jetzt gerade auf die Autobahn. Es läuft gerade gut, eigentlich, im Moment. Bei mir auch super. Ich habe bisher wenig Crashs gehabt, wo auch eine Meldung kam, dass ich was hatte. Ja, bei mir ist einfach einmal... Ups, lol. Einmal leichter Unfall und einmal schwerer. Aber ich weiß nicht, was passiert ist bei einem schweren Unfall. Plötzlich macht's einfach... Bumm, eine schreit, ah, Hilfe. Und es kommt oben schwerer Unfall. Und ich so, Digga, ich fahr nach Regeln. Aber naja. Ah, Hilfe! Ja. Ich hatte zwei leichte Unfälle, bei dem einen weiß ich auch nicht, wie es passiert ist, aber bei dem einen habe ich, also bei dem einen weiß ich, da habe ich die Kurve zu eng genommen, das war noch ganz am Anfang, da habe ich nicht damit gerechnet, dass ich jetzt noch die Laterne mitnehme. und das andere war auf der Autobahn, da war so plötzlich so Baustelle, ich habe so abgebremst, oh und dann hat es plötzlich so gekracht, da kam so ein leichter Unfall, ich weiß immer noch nicht, was ich mitgenommen habe. Oh, scheiße. Ja. Also ich habe bisher zwei leichte Unfälle gehabt. Ja, und ich einen leichten und einen schweren. Nee, das habe ich noch nicht bisher. Ja, aber klar. Ich muss sagen, ja. Es ist relativ entspannt, muss ich sagen. Eigentlich schon, es ist nicht mal so schlimm. Außer, dass man halt ständig. Alter, Ampel, Junge. Sachen achten muss, aber. Ich finde die Ampel so schlimm, man muss überall anhalten, die ganze Zeit. Ja, gut, ich hatte nicht viele Ampeln in Dresden, aber die Sache ist halt so, ich fahre nach Berlin und da ist es halt, ich fahre Berlin auch mal rein. Ja, das wird lustig. Freudig. Ach, scheiß drauf, wird schon schief gehen. Oh mein Gott. Nein! Was ist das denn? Alter. Ach, das stimmt, die Facecam. Hatte keinen Bock mehr.
Oh, zwei leichte Unfälle schon und ein schwerer. Also vier Kraftpunkte insgesamt. Red hat 3. Ey, wir müssen jetzt so aufpassen. Aber es war schon wieder so random, Alter. Plötzlich jietet es mich einfach wieder irgendwo hin und es sagt Fehler. Oh mein Gott. Ey, wie willst du hier keinen Unfall machen als Busch? Ey, als Bus? Was ist das für eine Slalompiste hier?